Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Green Hill. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar starten wir mal unsere Tour. Nochmal zurück ins alte Gebiet. Sind Pilze, die kannst du mal mitnehmen. Ja, um ein paar Baupläne zu organisieren. Ich lausche so gespannt, wo der Eingeborene jetzt hier rumqualmt. Der Blödsack. Ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, die Koordinaten, wo es... Hier nicht hoch. Nö. Wo es reinging ins Gebiet. Also marschieren wir ja erstmal blind hier durch den Dschungel. Kurz durch den Fluss, ohne sich einen Igel einzuhandeln. zweiundzwanzig, also wir müssten Richtung Brücke, also 3720 wäre gut. Dann müssen wir eigentlich ja Richtung Norden, Nordwesten hier so rüber. Würde ich mal behaupten, alles was wir zu essen finden, stopfen wir uns erstmal in die Tasche. Schaden kann es nicht. Weil es wird ein echt weiter Marsch werden und es wird bestimmt auch dunkel zwischendrin. Hier hinten irgendwo? Bin mir echt unsicher. 37. Achso. 37 ist richtig, aber ich muss ja eigentlich nach Norden. Mist. Da ist mal wieder in die falsche Richtung gerannt. Bin hier immer noch guter Hoffnung. Dass hier nicht so viele Schlangen gibt. Sieht es doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Schmutziges Wasser, nein, danke. Aber die Pilze kannst du nochmal einstecken. Mein Gott, wir haben so viele Pilze jetzt dabei. Hier ging es nicht rein. Eigentlich müsstest du hier jetzt gleich auf den Weg nach draußen stoßen, ansonsten bist du hier falsch. Früchte. Jawohl. Das hätten wir schon mal. Mach's gut, neues Gebiet. Jetzt soll ich mal kurz hier hochgucken. Eigentlich hast du nicht so viel Zeit, um hier dick
Pass auf, jetzt kriegst du hier wieder eine Schlange nach der nächsten wahrscheinlich. Das ist nochmal eine Kokosnuss. Kannst du durchaus mal mitnehmen. Um unterwegs mal was zu trinken. Das ist doch mal ein schickes Bild hier. Also hier ist jetzt weiter nichts. Gucken, was die andere Seite noch so sagt. Kommt man hier über die Steine oder warum ist hier der Baum? Tatsächlich. Cool. Jetzt geht es hier auch nochmal ein ganzes Eck weiter. Kriegen schon mal zwei Nüsse. Kommst du auch nicht weiter? Balancier mal zurück und guck mal, ob du hier hochkommst. Kommst du in der Tat? Ja, jetzt geht's nicht anders. Jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich wissen, wo es hier lang geht. Okay, es ist quasi... Kommen wir hier nicht durch? Nee. Okay, das kannst du auch nicht abbauen. Hier scheint es irgendwie nochmal in eine Höhle oder so zu gehen. Vielleicht später nochmal. Wir müssen aber zwingend jetzt los. Sonst kommen wir hier nirgends mehr an. Einmal hier hoch, bitte. Hier kommst du auch wieder zurück. Ja, kommst du. Sieht gut aus. Kannst du runterspringen, ne? Tust dir nichts. Gut. So, dann müssen wir uns durchschlagen. Ich guck mal meinen schlauen Zettel. 4417. Darf ich? Bin mir nicht sicher. Okay, er singt beruhigt weiter. Ja, folg mich bitte nicht. So, check mal. 44, das heißt, eigentlich musst du Richtung Süden. Du kannst auch erst Richtung Flugzeug gehen. Boah, ey. Hier war doch schon wieder irgendwas. Hilfe. Folgt von bösen Tieren. Schleiche ich mich mal hier runter. Hier waren nur überall Schlangen eigentlich, ne? Hm. Im Prinzip müsste ich am Flugzeug sogar noch mal eine kurze Rast einlegen. Großer Stein. Ja, ich glaube, das ist sogar die beste Idee, weil du hast ja jetzt schon die Hälfte deiner Energieverbrauch. Du kommst wahrscheinlich gerade so an.
Eigentlich wollte ich dich essen. Ja gut, dann verschwinde halt. Ich finde schon noch was. Eine Maus kannst du essen. War schon mal die erste Schlange da hinten. Die steht schon mal auf meinem Speiseplan. Nein. Wo denn? Oh, hier ist irgendwo was Gefährliches. Boah, cool, ey. Kann ich mir die Schlange noch gönnen oder frisst mich dann der Puma oder... Würde mich doch jetzt nicht angreifen, während ich hier die Schlange ausnehme. Und ich wüsste auch so gerne... Da hinten? Ne, das war ein Schwein. Oh. Schreck. So, ich glaube, du musst hier hoch. Ich höre ihn nicht mehr. Also ist er auch hoffentlich nicht mehr da. Diese Geräuschkulisse ist der Hammer. Stock nimmst du mit? Du hast doch irgendwie einen Egel oder so. Früchte. Ist nix. Nimm mal mit. Müsstest du rein theoretisch. Halte ich mal ein bisschen hier an der Felswand. Da ist eine Spinne. Wow, wow, wow. Zupf dir kurz den Egel ab. Die viel mehr. Hier sehe ich erstmal nichts. Was ja eigentlich nichts zu heißen hat. Oh, Buckel. Bist du ja auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Baust du dir gleich nochmal eine Höhle, ein Feuer auf, rutzelst dir das Schlangenfleisch durch. Oder sogar ein Schweinchen, wenn du eins finden solltest. Das würde ich ja gerne noch mitnehmen. Die liefen doch immer welche rum, ne? Da ist noch eine Schlange. Kannst du auch essen, ne? Ich glaube, die kannst du auch essen. Klar. Nein. Ah doch, ich habe getroffen. War bloß der Sound nicht da. So, einmal den Speer bitte. Jetzt bin ich ja mal leicht überladen. Das geht ja mal gar nicht. Hast natürlich jetzt auch Futter ohne Ende dabei. Wir vergammeln schon die ersten. Oh.
Habe ich, glaube ich, was Gutes weggeworfen. Dann nochmal den Pilz. Alter, bist du überladen. Ja, musst ein paar Knochen hier lassen. Aber selbst jetzt ist noch zu viel. Ich würde wirklich ungern was hier lassen, aber... Ja, okay, hast eh Kohldampf, ist mal was. Gekochte Kröte. Lecker. Schöne Languste. Verdorbener Pilz. Na, wo ist er denn? Da kommt man aber auch schlecht dran, du. Bin ich jetzt ein bisschen schneller? Ne. Eigentlich nur kaum. Gott, ey, im Schneckentempo zum Flugzeug. Ja, schmeiß die Sachen hier hin und hol sie gleich ab. Oder meinst du nicht? Kannst du den noch hier lassen? Noch ein? Warum zur Hölle bin ich denn so schwer? Nur wegen dem Essen hier? Jetzt ein bisschen schneller, ja. Jetzt bin ich ein bisschen schneller. So, schnell mal ein Lagerfeuer hier hingekracht. Dass du dir noch was von dem guten Zeug durchbraten kannst. Und wenn es geht, auch gleich angezündet. Dafür wird die Ausdauer bestimmt noch reichen. Sieh zu. Sehr gut. Alles klar. Brat durch, was geht. Dann holen wir den Kram hier schon mal wieder. Kannst hier gleich nochmal ein Süppchen machen. Kokosnuss könnte ich jetzt nochmal gebrauchen, damit ich genügend Wasser habe. Da ist doch gerade was runtergefallen. Es könnte eine gewesen sein. Knochen, um eine Suppe zu kochen. Eine Schlange jetzt bitte. So. Das reicht. Ich glaube, hier hast du nur Knochen hingelegt. Willst du die auch noch mitnehmen? Dann bist du wieder zu schwer, ne? Nee, geht. Oh, jetzt habe ich einen Kratzer. Habe ich mich am Baum angeschraubt? Kann aber nicht wahr sein. Sehr gut. Dann peppeln wir uns jetzt hier nochmal richtig auf. Legen hier einen Speicherpunkt an und starten dann von hier durch, um Baupläne zu organisieren. Hatte ich hier noch irgendwas zurückgelassen? Nö. Mami, hier ist ein Eingeborener. Oh, danke, gib mir ein paar Pfeile. Das ist ja sehr freundlich von ihm. Der ist auch schon relativ knapp an mir vorbeigeflogen. Ein Platz mehr im Rucksack. Wo kommen die denn hin? Hier?
Ja, ne, dann lass mal eben die Kräuter hier. Ich habe auch einen Bogen. Wenn du mir noch ein paar Pfeile gönnst, dann knall ich dich ab. Aber zwei werden da wohl nicht reichen. Oder? Wow. Da ist noch ein Pfeil. Okay, probieren wir es mal. Bist du wieder so langsam? Das geht gar nicht. Dann lassen wir eben die Knochen hier. Ist hier ein Eingeborener? Das war schon mal ein schlechter erster Testschuss. Oh, dieses blöde Bett. Nein, nein. Aha. Wie schlecht ich einfach am Bogen noch bin. Verbind dich mal bitte. Oh Gott, das wird ein Drama. Da ich hier noch nicht keine Übung mit diesem blöden Pfeil habe, treffe ich natürlich auch wie Hans Wurst. Yes. Treffer Nummer 1. Er hat mich schon wieder getroffen. Oh, ich hab ihn. Eieieiei, wo kam der denn jetzt auf einmal her? Wie lange ist das noch gut hier? Das brätst du dir mal alles durch. Räum mal ein bisschen auf hier, bitte. Was mit der Gewichtsbegrenzung? Das ist natürlich... Alter, hat der Pfeile hier verschossen. Hat erstmal hier 2 Tage durchgeknüppelt, um Pfeile zu machen. Und hat mir die alle gegönnt. Gar nicht, war der alleine unterwegs? So, wir müssen auf jeden Fall erstmal ein bisschen was trinken. Mal ein schönes Stück Fleisch. Wie lange halten die noch? 5 Stunden. Einer von seinen Kollegen hier kommt. Fände ich jetzt nicht so witzig. 15 Stunden. Das, was jetzt alles vergammelt, das knuspern wir nochmal schnell weg. Ist ja ein bisschen was. Wir sind jetzt aber auch fast voll. Der Rest, der hält alles noch. Das heißt, Lagerfeuer nochmal bestücken. Auf das letzte Fleisch warten. Mal eine Runde pennen gehen.
wo er seine Kumpels hier holt. Einmal durchgezogen bis 5 Uhr. Ja, komm, machen wir. Damit es wenigstens halbwegs hell gleich wird. Muss ich aber tatsächlich mal raustrauen. Kurz eine Runde speichern und zwar. Ja. Liegt der Kerl hier noch? Ja. Sammel den mal. Ist ja gleich schon wieder 2 Schritte vor die Tür. Hast den Egel angetan. Yes, jetzt kann ich mir auch selber Pfeile bauen. Hat der auch einen Bogen gehabt? Hat er? Ein Schwarm von Igeln. So, jetzt hätte ich hier gerne ein paar Kokosnüsse liegen, dass wir was zu trinken kriegen. Ne, nicht unbekannter Pilz. Sammeln. Frühstücken. Sehr gut. Achso, die andere natürlich auch gleich noch. Sammeln. Oh. Ah, Pilz habe ich schon wieder gegessen. Sie erstmal ganz hektisch nach rechts gucken, was ich jetzt wieder gefuttert habe. Da wird sich auch einfach alles in den Hals gestopft. Ganz ehrlich. So, kann es nochmal regnen? Ich weiß, es hat gerade. Müsste mal ein paar Klamotten nochmal hier lassen. Boah, 10.000 Pfeile. Eine Knochensuppe könntest du dir mal kochen. Muss es natürlich erstmal für regnen. Und ein bisschen Fleisch musst du dir noch durchbrutzeln. So, jetzt bin ich zumindest ja schon mal ein bisschen schneller. So, Brutzel, Brutzel. Ah, das ganze Menschenfleisch habe ich ja dabei. Ui. Das wiegt ja auch eine Tonne. Kannst mal bitte hier lassen. Sehr gut, das wollen wir jetzt nicht essen. War natürlich auch blöd, dass ich jetzt die ganze Kohle mit mir rumschleppe. Und 19 Pfeile brauchst du wahrscheinlich auch nicht. Könntest du dir noch mal ein paar hier lassen? Schmeißen wir hier hin. Habe ich hier schon wieder gehört. Nichts anscheinend. Irgendwas raschelt hier. Nee, schmeiß mal hin. Ich wollte den sammeln. Nochmal 2 Stöcker reinwerfen. Das Fleisch irgendwie durchkriegen.
So. Das sieht doch jetzt schon mal sehr gut aus. Dafür, dass ich schon wieder dachte, es ist alles vorbei. Wieder alles so unsortiert, dass du hier kaum was mitschleppen kannst. Säulenkräuter. Oh, sehr gutes Donner. Das bedeutet, es gibt Regen. Gut, das müssen wir noch so lange abwarten. Ich würde mir noch mal ein paar Süppchen kochen wollen. Vor allem mal einen Schluck trinken. Wie geht's uns denn jetzt überhaupt? Oh ja, Durst haben wir ohne Ende. Doch hier ein Eingeborener hinterhergelaufen. Kann's kaum glauben. So, das nimmst du mit. Ranzig Wasser. Eine Schale brauchst du ja schließlich, kommst nicht drum rum. Einmal das Wasser rein. Und einen Knochen rein. Wieder aufgehört zu regnen, aber ich könnte noch mal hier Wasser abholen, denke ich. Sind hier noch welche? Ach, die sind hier drunter gebackt oder was? Ja, tatsächlich. Okay, ich habe da noch Schalen hier, die sind nur abgestürzt. Oh, sehr gut. Das gewusst hätte ich gar keine neuen draufgepackt. Ich habe mir noch mal ein zweites Bidon gemacht. Mal eben ausprobieren. Oh nein. Entschuldigung. Ich wollte nicht schießen. Ich wollte eigentlich mal die Kräuter aufnehmen. Und mal hier so ein Kräutersüppchen machen, wenn das geht. Ja. Obwohl ich jetzt auch keinen Plan habe. Ah, die, oh, da kriege ich eine Lebensmittelvergiftung von. Okay, dann war das jetzt nicht so dolle. So, alles klar. Dann will ich die, glaube ich, nicht. Gut, was sagt mein Gewicht? 33.
paar Verbände kannst du nochmal mitnehmen. Auch wenn das jetzt wieder ein bisschen Zeit kostet. Aber brauchen wirst du es auf jeden Fall. Und ich muss die Pfeile mal irgendwie besser platzieren. Das stört mich. Jetzt haben wir hier nicht mehr genug Platz, um Zeug aufzunehmen. Fleisch packst du hier oben hoch. Ein rohes hast du noch. Das eben noch durchbrutzeln. Dürfte ja nicht so lange dauern, die Klapperschlange. Was fehlt? Eigentlich nur Wasser. Da könntest du Glück haben, dass du draußen nochmal was findest. Unterm Flugzeug quasi. Und dann stürzen wir uns mal los. Die ganzen Pfeile müsste ich dann echt mal mitnehmen auf dem Rückweg in die Base. Und dann hat es jetzt tatsächlich doch eine ganze Folge gedauert. Nur von meiner Base hierher, aus dem neuen Gebiet, die Base, hier zum Flugzeug. Wir haben immer noch keinen einzigen Bauplan. Wird dann schon erstes gerne nach 44, 17. Klapperschlange nimmst du nochmal mit. Dann guck mal, ob du hier. So geht's tatsächlich nicht. Wenn du das Bidon nimmst, kannst du hier noch ein bisschen Wasser reintanken. ...40 von 40, sehr gut. Ah, hier ist noch eine gewesen. Alles klar. Dann ziehen wir in der nächsten Folge hier los. Ich mache noch mal eine kleine Speicherung. Genau. Der 3. Nicht durcheinander kommen, bitte. Nein, nicht schlafen. Was war das denn jetzt? Ja gut, ich habe mich mal kurz hier aufs Ohr gelegt, ne? Wo wir jetzt losmachen, ist das ja vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Also diese Kokosnussschalen-Infusion, die war auch ein kalter. Wenn ich da eine Lebensmittelvergiftung von kriege, ist das schon ein bisschen fragwürdig. Aber erstmal wurscht. Wir machen erstmal Schluss für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Hoppala, sorry. Wir haben unseren ersten Kampf mit dem Eingeborenen gehabt und sogar, naja, gewonnen, mehr oder weniger. Ich weiß auch nicht, warum uns der verfolgt hat. Selbst schuld. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis denn. Ciao, ciao.